einfachsten. Okay, wunderbar. Also, wir zoomen mal ein bisschen ran auf den ersten Teil oben links. Genau. Herzlich willkommen zu unserer Session der KI-Lernpfad Making of, wie wir das Ganze so aufgebaut und gestaltet haben. Da wollen wir euch heute zusammen durchführen. Wer sind wir? Vielleicht magst du anfangen, Ellen, Ladies first, dich kurz vorstellen und dann gehen wir weiter in der Runde. Genau, also ich bin Ellen Braun und ich bin Teil vom Lernpfad-Team. Und ich bin, das ist die Besonderheit, ein bisschen später dazugestoßen, aber da erzählen wir auch gleich noch mal was dazu. Ganz genau. Marcel? Ja, dann würde ich sagen, auf Augenhöhe erstmal die Onliner. Wer von euch möchte zuerst? Simon, Ruben? Ich muss da benennen, immer Ja, noch. okay. Also Simon, fang du an. Alles klar. Dann, mein Name ist Simon Roderus, arbeite bei der DATEV im Bereich künstliche Intelligenz oder generative künstliche Intelligenz konkret. Freue mich riesig, dass wir uns so als Leitfadenteam zusammengefunden haben. Vielleicht euer Lernpfad-Team in dem Fall konkret. Vielleicht noch ein Satz zu dem, was ist Lernpfad? Lernpfad sind vor allem die Cutters. Also wenn ihr an Lernpfad denkt, einfach damit ihr schon mal gehört habt, wir sind das Team gewesen, was vor allem an den Cutters gearbeitet hat. Und damit übergebe ich an dich, Ruben. Danke dir, Simon. Ja, ich bin Ruben. Hi, mein Nachname steht da schon. Bin lange Zeit eng verknüpft mit Marcel und lange Zeit auch im Bereich Social Learning aktiv bei der Continental AG. Und freue mich riesig, dass ich hier in dem Team mitarbeiten durfte. Das Erstaunliche schon mal als Vorabfazit: Wir kannten die meisten von den Leuten kannte ich vorher nicht. Und jetzt sind wir so im Prinzip Best Friends im Thema Lernpfad erstellen und haben uns aber noch nie getroffen. Also da habt ihr eine spannende Session vor euch, hier zu sehen, was da passiert ist. Sehr gut. Guck mal, hört dich ein bisschen hallig, Headset eventuell. wäre gut. Genau, falls du ein Headset hast oder das Mikro noch umschalten kannst, dann guck nochmal, ob du das hinkriegst. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Nur du bist ein Wird bisschen hallig. bei. Alles klar. Genau, ansonsten war der Thomas Küll von der Nordmetall noch mit im Boot. Der kann heute leider nicht dabei sein, hat aber mit vorbereitet, hat das ganze Dashboard auch gebaut. Also insofern haben wir uns da prima reingeteilt. Und da könnt ihr euch dann drauf orientieren und findet dann auch eine gute Dokumentation im Nachgang. Ja, mein Name ist Marcel, ich bin auch von der Continental AG, dort in der Unternehmenskommunikation tätig und beschäftige mich viel mit Weiterbildungsthemen, leite dort die Akademie, auch die Communicators Academy für alle Kommunikateure weltweit. Und da ist natürlich das Thema KI und Lernpfad mit KI bauen auch sehr spannend gewesen. Und haben von vornherein gesagt, da müssen wir zusammen was bewegen und das gerne auch unternehmensübergreifend im Sinne von LernOS. So, jetzt können wir einmal auf Du den kannst gerne die ersten. Moderation übernehmen im Whiteboard. Dann sehe Ja. nur ich und du kannst selber steuern. Ja, das ist auch eine gute Unten Idee. auf der Leinwand. Wie mache ich das? Jetzt Live-Moderation starten. Also unten rechts muss das Leinwand-Symbol sein. Ja. Musst du Live-Moderation starten. Live-Moderation starten. Ja, mache Genau. ich. So, Ja, und jetzt super. sehen wir deines nicht. Super. Dann ist das natürlich noch. Ja, die Idee ist, die anzulassen, dass wir sehen, was die Online-Leute wo machen. So viele sind es ja nicht. Also, ja, wollt ihr als Session auch noch so ein bisschen ausschalten? Wir können sie auch ausschalten Ja, erstmal. dann ist es Ja, vielleicht für also die schön, anderen. ist schön zu sehen, dass so viele sich schon darauf tummeln. Das ist super. Aber es irritiert natürlich. Insofern beim. Und es ist jetzt natürlich schon spürbar, wir haben scheinbar vergessen zu pinnen. Deswegen sind wieder ganz viele Klassisch. Der ein oder andere hat schon Dinge Kreativpinge verschoben. unterwegs, sage ich Genau. jetzt mal so ganz wertschätzend dann auch. Aber ihr merkt da vielleicht auch schon, es ist natürlich ganz viel auch mit heißer Nadel dann auch gestrickt. Also wir haben sehr asynchron gearbeitet. Der Thomas hat dieses Board eingerichtet und wir haben dann noch in den letzten Tagen drauf gearbeitet. Und jetzt ist da natürlich schon einiges freigegeben wieder, was wir eigentlich euch noch gar nicht zeigen wollten. Aber ich Genau. übernehme jetzt mal ganz kurz, Ja. denn die Zeit läuft ja auch und ihr habt wahrscheinlich auch viele Fragen an Leute, die ja zu viert gestartet sind. Und Simon hatte dann in einer Session, also Simon Dückert hat in einer Session dann nochmal aufgerufen, wer will sich beteiligen und wer möchte mitmachen beim Lernpfad. Und dann war ich war dabei und habe gedacht, spannend, will ich unbedingt machen und scroll dann auf GitHub so durch und denke mir, vier Jungs. Da fehlt die Frau. Ich habe zwar keine Ahnung. Ja, aber ist egal. Ja, so als ich
Ich bin Teamtrainerin, ja, ich bin auch schon 25 Jahre in der Organisations- und Personalentwicklung dabei und habe gedacht, okay, denen fehlt eine Frau. Mein Eindruck war, die kennen sich schon ewig lang, alle. Das war auch nochmal ein Ansporn. Ja, sie waren dann auch wirklich alle begeistert. Das war total super. Also sehr wertschätzend. Ich habe mich selten so gut angenommen gefühlt. Es war überhaupt keine Diskussion, so nach dem Motto, was will die da? Ja, oder aha, okay, spannend. Nein, es war, wir sind sofort ins Tun gekommen. Und wir haben ja letztendlich auch, es war klar, wir haben ein Ziel. Und was man so auch sagt, ich fühlte mich einfach angekommen, auf Augenhöhe. Es gab zwischenmenschlich, also man sagt ja in der die psychologische Sicherheit, wie hoch ist denn das menschliche Risiko, das zwischenmenschliche Risiko? Gefühlt für mich null. Und das fand ich schon faszinierend auch. Wie ging es euch, meine vier Jungs? Ja, Ruben, Simon, wie habt ihr das aufgenommen? Also ich fand das klasse, dass wir diese zusätzliche Perspektive reinbekommen haben von Anfang an nach den paar Wochen. Und genau, vielleicht schildert ihr das auch noch mal ein bisschen, wie ihr das empfunden habt. Geht mein Mikrofon? Hört man mich? Nein? Hallo? Ja, prima, okay. Hört man nicht. Ja. Alles klar, super. Ja, also ich habe das von Anfang an so wahrgenommen. Ellen ist quasi auf den fahrenden Zug aufgesprungen, aber es war so, als wäre sie von Station 1 dabei gewesen und hat sofort auch mitgearbeitet, einen Mehrwert gebracht. Und wir hatten überhaupt nicht null gefremdelt. Ne? Das ist ja echt eigentlich seltsam, weil man unter Umständen auch Gefahr läuft, vertrauliche Daten irgendwie fälschlicherweise auszusprechen. Man kennt die Leute noch nicht richtig, aber es war sofort so ein gutes Bauchgefühl da. Und jetzt mit mittlerweile 44 Jahren und Psychologie im Hintergrund als Fachwissen, glaube ich tatsächlich, dass das Bauchgefühl, die Intuition nach Gigerenze einem da ein guter Ratgeber ist, ne? Dass man einfach gut einschätzen kann, wie ticken die Leute, auch im virtuellen Raum nach der Corona-Pandemie. Also es war mal, ich hatte ein gutes Gefühl die ganze Zeit. Kann das auch nur unterstreichen. Ich würde vor allem das, was die Ellen vorhin gesagt hat, das war mir gar nicht so bewusst, dass du da reinkommst und sagst, sie kennen sich alle. Wir haben uns ja gar nicht gekannt. So, wir hatten vielleicht ein Treffen Vorsprung, wenn ich das richtig im Kopf habe, und haben einfach überhaupt gar nicht darüber geredet, dass wir uns nicht kennen. Das war einfach kein Thema, sondern wir sind eigentlich so relativ direkt in den Arbeitsmodus gestartet. Von daher ist mir erst, als du dann als mit deiner Erfahrung in Teamentwicklung irgendwann später gefragt hast, warum hat denn das so gut funktioniert? Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Das flutschte ja. Warum sollte ich darüber nachdenken? Aber das ist vielleicht auch die perfekte Überleitung zu dir zurück. Warum hat das denn auch so gut funktioniert? Ja. Genau. Ja, wir hatten ja am Ende dann auch so die Überlegung, wie können wir euch das darstellen, warum das so gut funktioniert hat, und haben dann geguckt, welche Rollen haben wir denn eigentlich gespielt? Erstmal so aus dem Bauch heraus. Wer war denn im Team für was zuständig und warum hat das dann geklappt, dass so ein Lernpfad entstehen kann? Wir haben dann für uns eigentlich identifiziert, dass es die Rolle des Koordinators gab, also einer, der so ein bisschen die Zügel in der Hand hält und sagt, gut, wir müssen uns übrigens dann treffen und bis dahin müssen wir es fertig haben, damit es alles funktioniert, damit der Lernpfad auch für alle nutzbar wird. Simon hat gesagt, oh, das muss irgendwie bis Rosenmontag stehen, weil dann alle im Faschings-Modus sind. Und dann haben wir so gerechnet, okay, das sind jetzt noch, okay, vor Weihnachten irgendwie 4 Sessions, nach Weihnachten irgendwie auch 4 Sessions. Okay, wie können wir das so deichseln, dass wir da alle Katas hinbekommen, alle Wochen zusammenstellen und so weiter. Und dann habe ich versucht, so ein bisschen diese Koordinatorenrolle zu übernehmen und habe dann gesagt, okay, wenn wir jetzt diese 8 Sessions haben, dann können wir es so planen, folgende Wochenkonstellation und so weiter. Es gab diese Rolle des Koordinators. Dann gab es die Rolle Kreatörin, ne? Also genau. So ein bisschen diese Kreativarbeit, was müssen wir denn an Übungen mit reinbringen, dass die vielleicht besonders gut funktionieren, was sollte vielleicht ein bisschen humorvoller sein, was sollte ein bisschen strikter oder seriöser rüberkommen und wie können wir auch Prompting-Skills halt schrittweise aufbauen. Also uns war es vor allen Dingen auch wichtig, dass wir das nicht losgelöst voneinander tun, ne? Sondern dass eben, es gab ja benachbarte Teams, die sich um Grundlagenkapitel gekümmert haben und dann ganz viel Theorie und auch Praxiswissen über Tools und so reingebracht haben. Dann haben wir immer geguckt, okay, wie weit sind die denn? Welche Kapitel sind davon schon fertig und wie können wir die in die Katas überführen dann auch ein Stück weit? Das war so diese kreative Sache oder Kreatörin-Sache. Dann haben wir die Reviewer gehabt. Das waren eigentlich mehrere von uns im Team,
die sehr viel den Content sich nochmal angeschaut haben, drüber geguckt haben, ist das flüssig zu lesen. Natürlich ist das noch nicht ideal alles. Das ist eine Version im Moment ja 0.2. Es ist noch nicht auf Bild-KI ausgerichtet. Also es gibt alles so Stellschrauben, an denen wir weiter schrauben. Aber es ist erstmal so eine erste Version, mit der man loslegen und starten kann. Und deswegen war es uns wichtig, das auch zwischen zu reviewen, auch mal in die große Runde dann wiederzugeben, in Richtung Simon und die anderen Teams. Und dass sie mal drüber schauen können, ob die Cutters so halbwegs passen. Ja, und dann gab es noch die Umsetzer. Natürlich mussten dann Leute auch da sein, die da schreiben. Das haben wir letztendlich alle getan. Ja, also jeder hat so seine Wochen-Cutters dann auch gehabt und Wocheninhalte, die er geschrieben hat. Aber es gab so ein, zwei Leute, die halt besonders aktiv waren. Also Simon Roderus war zum Beispiel unser Prompting-Guide-Mastermind, der so die ganze Prompting-Guide-Geschichte aufgebaut hat. Das haben wir mehr gereviewt. Dagegen haben Ellen und ich mehr die Reflexionswochen und Cutters geschrieben, die zwischendurch ja kommen in Woche 4 und 8. Thomas und Ruben haben sich dann eher die Zwischenwochen Dialogpartner oder Zusammenarbeit mit KI geschnappt. Ne? Also jeder hatte so seine Steckenpferde und hat das umgesetzt. So, und das waren die vier Hauptrollen, die wir gesehen haben aus dem Bauch raus. Genau. Und dann hast du gesagt, das reicht uns irgendwie nicht, wir müssen das irgendwie ein bisschen fundieren, dass wir auch wirklich nachweisen können, dass wir irgendwie ein diverses Team waren und verschiedene Rollen gespielt haben. Und da kommt dann auch der in Anlehnung an Belbin durchgeführte Test, den du gleich erläutern wirst. Aber wir wollen mal hier aus der Runde auch online von euch wissen, welche Rollen ihr denn einnehmen würdet von diesen Vieren. Dazu haben wir in Discord die Umfrage gepostet, die müsstet ihr da alle schon sehen. Mit diesen vier Rollen, also Koordinator, Kreator, Reviewer und Umsetzer. Und dabei ist schön mal zu sehen, wenn ihr die ausfüllt in dem Discord-Channel, wie da die Ergebnisse sind. Das würde uns sehr interessieren. Genau. Genau. Also es geht ja immer um die Selbstwahrnehmung. Genau. Vielleicht kannst du die, Simon, kannst du kurz mal die Discord-Umfrage aufrufen, weil du ja teilst. Ja. Genau, da müsste sie dann schon direkt zu sehen sein. Und 13 Stimmen. Soll ich der Stimme sagen? Ja, gerne. Ja, bitte. Dass wir einfach mal gucken, wie es sich hier in der Runde verteilt und online. Im Discord-Channel. Im Discord, im Auenland. Im Raum Auenland. Guckt mal rein. Komm auf Stimme rein. 17, 18. Das sieht schon gut aus. Okay. Ja, also führend ist Koordinator im Moment noch mit 12 Stimmen. Die Delegierkompetenz. Ne? Ja. Ja. Dann Kreation, ungefähr ein Viertel der Leute. Okay. Reviewer sind auch einige. Ne? Ja. Bisher nur zwei Umsetzer. Das ist immer schwierig, wenn einige Umsetzer dabei sind. Ja, das ist umso spannender, ne, wenn wir unsere Ergebnisse dann aufdecken. Das werdet ihr gleich sehen, genau. Genau. Aber es ist auf jeden Fall von jeder Rolle mal jemand dabei, hier auch. Das ist schon mal gut. Das sind die besten Voraussetzungen, um auch einen Lernpfad zu starten. Also ihr seid alle gewappnet dafür. Wir könnten also jetzt hier in der Runde auch online, könnten wir theoretisch auch einen Lernpfad schon mal starten und müssten dann nur noch überlegen, ob wir den einen oder anderen noch mit zur Umsetzung gewinnen. Damit dann wirklich auf die Straße gebracht. Ja, wir machen das ja. Das ist ja jetzt erst eine erste Einschätzung. Ja. Vielen Dank. Genau, und jetzt würden wir mal auf die Fundierung übergehen. Genau. Da würdest du übernehmen. Genau. Ne? Also genau. Da ist ja Ruben da. Ich hätte da noch eine Frage zu den Rollen. Ja. Ich denke, die habt ihr nicht so steif gelebt oder so starr. Also ich denke, wenn du koordiniert hast, dann hast du auch umgesetzt und umgekehrt, oder? Ja. Naja, weil gut, sonst geht es ja nicht so in so einem kleinen Team. Nein. Das ist eine wunderbare Frage und da können wir nämlich dann auch gleich überleiten. Du kannst es mal lüften. Ich lüfte es so. Weil das, was ihr jetzt gemacht habt, ist ja nun mal so eine Selbsteinschätzung ja, von einer Teamrolle. Und es gibt ja 25.000 Tests, welche Rolle nehme ich dann auch im Team ein. Und wir haben mal in Anlehnung an Belbin, weil da gibt es ja, sag mal, nur die offizielle Version, die muss man kaufen. Und wir haben gesagt, wir wollen trotzdem mal das ein bisschen verifizieren und ich habe im Teamtraining so eine Anlehnung dann auch und den haben wir mal rausgezogen, diesen in Anlehnung an Belbin-Test und haben mit 9 Teamrollen mal diesen Test gemacht. Und in Kurzform lautet der,
du vergibst Punkte, du hast 7 Fragen, du vergibst Punkte und dann hast du eine erste und eine zweite Teamrolle in Selbsteinschätzung. Und es ist natürlich immer der Situation auch geschuldet. Ne? Wir haben es im Nachgang gemacht, spannend wäre es vielleicht gewesen, auch im Vorfeld, aber hinterher ist man immer klüger. Spannend in der Auswertung ist, ja, kannst du scheren? Ja, spannend in der Auswertung ist, sind die Grünen, das sind nämlich die erste Teamrolle und die zweite Teamrolle mit der zweithöchsten Punktzahl ist das Orangene. Und da habe ich jetzt auch nochmal, ja, sagen wir, die Größe der Bilder sowie die Protagonisten auf diesem neuen Teamrollenfeld sind, sind auch die Höhe der Punktzahlen. Na, das ist so, können wir dann im Nachgang nochmal vertiefen. Und diese neuen Teamrollen sind also vom Umsetzer über Perfektionisten, Teamarbeiter, Wegbereiter, Erfinder, Macher, Beobachter, Spezialist, Koordinator. Das hängt auch ein bisschen mit, wie treffe ich Entscheidungen zusammen. Die kleinen Felder, die ihr da unterhalb seht, sind immer so, wie treffe ich Entscheidungen nach den Gehirnvierteln. So, ihr kennt es alle wahrscheinlich, das Buch von Ellen Pease, warum Frauen so schlecht einparken und Männer nie nach dem Weg fragen. Das ist so, das ist HBDI, ne, Hermann-Dominanz-Instrument. Aber spannend in unserer Rollenkonstellation war einfach, wir kamen unheimlich schnell ins Tun. Deswegen sind so viele Bilder, nämlich 4 Stück, im Umsetzer, in dem grünen Feld. Wir wollten das Ding fertig machen. Ich formuliere es jetzt mal so umgangssprachlich. Und haben das vorangetrieben. Umsetzer ist wirklich da, so wir setzen es um, wir haben ein Ziel, zack. Ja? Negativ, wir machen das alles, wie wir schon bisher gemacht haben. Aber irgendwo hatten wir alle 4, die hier da drauf sind, die Idee, wie es sein sollte. Die Struktur war klar. 12 Wochen. Wir müssen das nur mit Leben füllen. Und dann gab es natürlich auch Leute, sag mal, zum Beispiel der Thomas Kühl, der jetzt nicht dabei ist, und in seiner Hauptrolle war ein Macher. Das ist so ein typischer Verkäufer. Ne? So, hey, komm, lasst uns vorangehen. Das hat er nicht so laut ausgelebt. Aber das Spannende ist, dass jeder in seiner intuitiven Rolle, die er hatte, die er wahrgenommen hat, jeder hat den anderen auch da sein lassen. Marcel sagte irgendwann mal, ja, das hätte er auch scheitern können. Wir hätten uns ja auch streiten können. Ja, wir hätten ja auch uns zerfledern können in der Vorgehensweise. Nö. Ja, auch weil der ein oder andere natürlich genügend andere Arbeitsthemen noch hat und man das nebenbei macht. Dass genau. Man dann halt natürlich überlegt, ne, kann man das stemmen bis dahin? Und das kam aber irgendwie nie auf. Ne? Also wir haben immer gesagt, okay, wir haben dieses Ziel gesetzt, bis dahin kriegen wir es so gut wie möglich auf die Straße. Und das hat zum Glück auch geklappt und ist natürlich in der Weiterentwicklung jederzeit weiterbar und auch noch anpassbar. Aber man sieht anhand der Größe der Bilder auch, ne, wo sich die Schwerpunkte ergeben haben. Deswegen deine Frage war gut, Patricia. Ne? Seid ihr nur in der einen Rolle gewesen, aber in keiner anderen? Natürlich nicht. Ne? Wir haben hier so Schwerpunkte gehabt. Mhm. Wir waren alle auch in dieser Umsetzerrolle relativ gut drin, wie man an diesem Testergebnis sehen kann. Aber wir hatten so Fokusrollen. Ne? Wollt ihr Fragen reinnehmen? Ja, gerne. Ja, unbedingt. Ich habe es gerade gesehen. Unbedingt, ja, gerne. Jacqueline, du zuerst. Ja, ich habe leider nur eine operative Frage. Und zwar, wie ich auf dem Konzeptboard die Pfeile ausschalte. Ich klicke jetzt immer weiter rum und. Anzeige, Teilnehmer-Mausschalter ausschalten. Bei Ansicht, ja. Bei Ansicht, wenn du oben reingehst in den Reiter. Ich habe sie schon mal rausgenommen. Genau. Gut, dann nehmen wir gleich die zweite Frage. Das war Marianne. Ja, ich finde es spannend. Also ich kenne es aus der Erfahrung mit dem Lerner-S-Leitfaden-Team Leadership. Und zwar
Schreiben, Kapitel schreiben, super, aber das Thema Review ist eben nicht so die große, stößt nicht auf so große Begeisterung. Und deswegen habe ich mich gefragt, wo ist denn hier diese Rolle Reviewerin oder Reviewer, die ihr vorher genannt habt und wie war das damit? Und vielleicht noch die zweite Sache, also bei uns war es so, dass wir das toll hinbekommen haben, dass diese Koordination gewechselt hat. Also wir haben wirklich phasenweise hat jemand das in die Hand genommen und ein, zwei Leute und das ist wirklich rotiert und das ist für mich Selbstorganisation. Und hier gibt es sozusagen einen Koordinator. Wie ist da eure Haltung zu, dieses Rollierende? Zum Reviewer, das sage ich jetzt mal, in der Rolle habe ich mich vielfach auch gesehen, weil ich keine GitHub-Kenntnisse hatte. Wir hatten das übernommen, die GitHub. Das waren Simon und ich. Simon, genau. Und da habe ich ganz altmodisch, sage ich mal, manche Dinge einfach über OneDrive reingestellt und die Jungs haben es dann übernommen. Und damit konnte ich mich gut darauf zurückziehen, immer mal Feedback dann auch zu geben. Mhm. Und war, sag mal, in der Kombi kreativ, das ist so meine Macherrolle auch, das war die zweite, und auch Review. Mhm. Weil ich einfach wahnsinnig viel gelernt habe. Das ist richtig, Marianne, den Reviewer bildet hier Belbin in Anführungsstrichen nicht näher ab. Also da haben wir einfach gemischt dann auch. Das ist so eine Mischrolle aus Macher und Umsetzer. Ja, ne? Genau. Kommt das mit vor, das Reviewen, aber es ist nicht explizit erwähnt. Da ja, recht, genau. Das ist richtig. Aber das war auf die, sagen wir, das war am ehesten dann auch zu greifen. Und was ganz spannend war, das ganze Prompting hat ja als Spezialist dann auch der Simon übernommen. Das war einfach wunderbar. Ja. Ja? Und da siehst du ja auch, ich habe so eine Spezialistenrolle. Das kommt auch durch die Lehre an der Hochschule, die ich habe, dadurch Korrektur lesen und immer wieder. Und das war dann schon etwas, ich habe wahnsinnig viel Korrektur gelesen, auch um das zu begreifen, ja, für mich auch zu begreifen, zu lernen. Und dann, ich weiß noch, ich habe einmal die Links gesetzt überall und die sind jetzt dann zu den Grundlagenkapiteln, die sind jetzt wieder rausgefallen. Also da habe ich gedacht, Mist. Die GitHub-technische Hürde, ja, die genau. Haben, dass die Verlinkung nicht sauber genau. funktioniert. Aber wenn man die OneNote-Vorlage nutzt, die wir glücklicherweise auch bereitstellen können, da sind die Links dann drin. Also nutzt dann auch gerne die OneNote-Vorlage. Ja, genau. Also hat es trotzdem was genützt. Ja. Jetzt weiß ich nicht. Das Rollierende war noch die Frage von Marianne. Mhm. Also wir haben tatsächlich nicht so sehr rolliert in der Koordination. Mhm. Da müssen wir sagen, da ist euer Erfahrungswert ein anderer. Klingt aber auch spannend und ist mit Sicherheit auch gut umsetzbar. Ne? Bei uns gab es diese Möglichkeit des Rollierens in der Koordination leider nicht so. Okay. Genau. Kommen da ganz viele Fragen. Ja. Also jetzt weiß ich nicht, wer als erstes war, Almut oder nimm erst online. Ist das okay für dich, Almut? Das kann ich nicht lesen. War Patricia noch, ne? Okay. Ich schon wieder. wir wollen ja diesen Leitfaden noch vereinfachen, also weil ich ihn gerne im Unternehmen einsetzen möchte. Ja. Und dabei haben wir uns gedacht, eine Sounding-Gruppe zu finden. Vielleicht findet sich hier jemand. Habt ihr auch mit deiner Sounding-Gruppe gearbeitet? Oder sind wir jetzt im KI-MOOC eben die Sounding-Gruppe? Ach, Sounding. Im Sinne von Überprüfungsgruppe oder? Ja, genau. Ach so, wie so eine Art Sounding-Board, ne? Dass man halt, sich das Ganze anschaut. Also hatten wir tatsächlich im Detail nicht. Wir haben uns in der Gruppe selbst reviewed. Ja. Und haben dann Teile aus den Katas auch mal in die große Gruppe mitgegeben und mal ein Review machen lassen. Also in die Gruppe, die da auch neben dem Lernpfad andere Themen entwickelt hat. Ne? Okay. Aber ansonsten hatten wir keinen so einen Beirat oder sowas, ne? Der dann nochmal komplett drüber geguckt hat. Das ist im Prinzip das, was wir gerade mit dem KI-MOOC ja versucht haben. Ne? Genau. Dass man mal es in die Masse wirft und guckt, wie kommt es an und wo sind Schwachstellen, die wir bearbeiten müssen. Da war ja auch die Kommentarfunktion auf lernos.org rege genutzt worden, wo dann auch Feedback kam. Genau. So, Almut? Sorry. Ja, natürlich. Ja.
Sehr gut. Ja, also meine Frage wäre, habt ihr mal darüber nachgedacht, von Anfang an mit so beispielsweise Scrum zu arbeiten, also gleich ein Framework zu nutzen, das eben sicherstellt, dass ihr die entsprechenden Meetings habt, dass ihr auch die entsprechenden Rollen habt, ja, das einfach sicherstellt, dass quasi von Anfang an alles an Bord ist und man sich dann noch ein bisschen ran adaptiert. Ja. Habt ihr darüber nachgedacht? Und wenn ja, warum habt ihr euch dagegen entschieden? Also ich weiß nicht, ob die anderen darüber nachgedacht haben, ich persönlich nicht in der Gruppendynamik, weil es einfach, also wir hatten nicht Zeit, zu sehr auf der Metaebene zu bleiben und darüber nachzudenken, wie wir zusammenarbeiten, sondern dass man einfach loslegt, guckt, okay, haben wir ein gemeinsames Dashboard? Nein, wir haben eine GitHub-Instanz, auf der können wir die Sachen einspielen. Da hat uns Simon dann relativ schnell für uns dann auch in der Repo-Instanz Editierrechte gegeben. Und dann haben wir versucht, mit unserem Grundwissen an GitHub da uns tiefer reinzuarbeiten. Simon Roderos hat uns dann nochmal einen Crashkurs gegeben, sodass dann ein Teil von uns halt direkt in GitHub eingearbeitet hat. Und die anderen haben zugearbeitet über Word-Dokumente, wie gesagt, OneDrive, ne? Und wir haben dann eben die Sachen eingespielt. Ne? Das war so ad hoc agiles Arbeiten, würde ich jetzt nennen, okay, ohne dass wir Scrum als solches. Ich würde gerne eine Sache noch ergänzen, ja, also meine Erfahrung mit dem Team. Also ich fand, wir hatten auch so einen Wechsel in zwei Phasen tatsächlich. Also wir hatten so eine erste Phase, wo viel auch Kennenlernen und Abstimmen angeht. Nachdem wir teilweise sehr unterschiedliche Hintergründe und Vorwissen haben, glaube ich, dass wir das in der Gruppe recht gut reviewen konnten. Das wäre nicht gelungen, wenn wir da alle das Gleiche als Vorwissen gehabt hätten. Und das, was ich aber eigentlich besonders fand, ist, dass es irgendwie so im Rückblick in der Mitte dann so ein Break gab, würde ich mal sagen, wo wir dann stark ins asynchrone Arbeiten gekommen sind. Also wo tatsächlich die Meetings kürzer wurden, wo wir einfach uns nur noch abgestimmt haben und jeder hat einfach zugearbeitet fürs nächste Meeting und dann ist das quasi passiert. Und ich glaube aber, dass diese intensive Abstimmungsphase zu Beginn, wo wir viel diskutiert haben und der Outcome ehrlich gesagt nicht so riesig war, aber total wichtig war für diese zweite Phase. Von daher weiß ich nicht, finde es fast wichtiger als das Framework, dass wir uns erst gut kennengelernt haben und dann irgendwann in diesen asynchronen Arbeitsmodus gekommen sind. Ja, sehr gute Hinweise noch, Simon. Genau. Was uns auch, achso, da kommt noch eine Frage, ja? Ja, dürfe. Also ich finde es super, dass ihr unter Zeitdruck trotzdem auch noch über die Rollen reflektiert habt. Kommt es später noch oder habt ihr auch so ein bisschen mitgetrackt, wie viel Zeit ihr letztendlich investiert habt oder könnt ihr es einschätzen? Nee, das wäre natürlich interessant, weil ihr gesagt habt, ihr habt unter Zeitdruck habt ihr jetzt delivered. Das wäre dann natürlich klasse zu wissen, was sind so die Mindestanforderungen, wie viel Zeit man reinsteckt in so ein tolles Deliverable. Ich glaube, wir waren dermaßen im Flow. Und vielleicht auch da nochmal, es gab wirklich die 2 Wochen Weihnachtsruhe. Wir haben uns das wirklich gegönnt, die zwei Wochen Weihnachtsferien. Da habe ich auch nicht viel gemacht, weil ich im Urlaub war. Und ich habe auch ein Meeting verpasst, weil ich die Zeitverschiebung mit Lissabon irgendwie nicht gecheckt habe. Und ich kam dann ins Meeting und Marcel hat dann gemeint, ja, wir sind gerade fertig. Und ich so, stimmt, die Zeitverschiebung. Ja, aber wir haben asynchron wahnsinnig viel gearbeitet. Dann und da müsste eine Zeitaufstellung hat, also ich habe sie nicht gemacht, du auch nicht. Nee. Die anderen. Wir haben das nicht zeitlich geprägt. Ich weiß nicht, habt ihr da was mitgenommen, Simon oder Ruben? Nee, ne? Nee, das hätte man vielleicht mal machen müssen, aber das haben wir nicht getan. Also ein wichtiger Punkt war mit Sicherheit, Marcel hat immer koordiniert und Marcel hat letztendlich dann auch immer auf die Tube gedrückt und hat dann gesagt, wir müssen. Also er war der Strukturgeber. Und damit sind dann auch, haben alle, sag mal, sind wie die Lemminge, haben getan. Punkt. Sehr strikt, nein. Nicht, er hat es sehr, sehr charmant gemacht. Genau, sie hat mich gerade gemeldet, Marianne, dann auch online. Eine Erfahrung aus den ganzen Leitfäden und auch so Events wie hier, auch wenn das nicht sehr populär ist, mit partizipativer Führung und Stab geht rum. Schwarz-weiß gemalt, es braucht immer so den Galeerentrommler, der einfach den Takt in so ein Projekt reingibt. Und man merkt sehr, sehr schnell, ob das jemand kann und gut macht oder ob das nicht geht. Und klar, so Scrum und so Methoden können helfen, aber irgendwie so ein Team zusammenzuhalten und zu schauen, dass wirklich in 3 Monaten der Content da ist, finde ich persönlich ist schon gut, dass man einen hat,
das durchzieht und dann vielleicht fürs nächste Release kann das dann auch jemand anderes machen. Aber das bremst sonst. Also, das wäre jetzt auch der Punkt. Wir wollen nur keine Fragen abwürgen. Aber wir wollten natürlich noch mal ein bisschen inhaltlich einsteigen, was wir eigentlich, wo wir den Fokus drauf gelegt haben, was der Leitfaden auch erfüllen sollte, damit es möglichst auch für alle guten Mehrwert bringt, wenn sie es einsetzen. Und ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass wir darauf geachtet haben, dass es wirklich für Null-Einsteiger ist. Also Leute, die noch gar nichts damit gemacht haben. Wenn es Leute gibt, die schon KI-Erfahrung haben und auch die es schon eingesetzt haben, dann kann es vorkommen, dass die ersten 3-4 Wochen irgendwie so als, ja, das weiß ich doch alles schon, warum muss ich das denn nochmal durchgehen? Und was uns auch aufgefallen ist, die Grundlagenkapitel werden oft bei den Lernneues-Leitfäden vorher angeschaut. Und bei uns, wir haben es halt umgekehrt gemacht, wir haben gesagt, wir verknüpfen die Grundlagenkapitel direkt mit den Übungen, damit man nicht alles erst vorher an Basics durchlesen muss, um dann in den Lernpfad einzusteigen. Das haben wir von vornherein versucht zu verknüpfen. Aber viele LernOS-Leute, die das schon kennen mittlerweile, die gehen halt erst in die Basics rein und beachten das nicht, weil man immer davon ausgeht, erstmal Basics und dann, das ist hier bei diesem Leitfaden anders und das sollten wir vielleicht am Anfang auch nochmal ein bisschen dort festhalten in dem Leitfaden. Das sind so 2 Erfahrungswerte, die ich mitgeben kann. Aber den Schwerpunkt dieses zweiten Teils, den hat Simon so ein bisschen genauer auch dargestellt und da wollte Simon uns auch noch ein bisschen die Erfahrungswerte im Detail mitgeben und wir haken dann so ein bisschen ein, ne? Genau. Insofern, leg gerne los, Simon. Genau, im Anblick der Zeit, glaube ich, gebe ich euch einen knappen Überflug, damit ihr auch noch zu den anderen Themen kommt. Und das, worauf ich eigentlich fast am stolzesten bin, ist, dass wir als Gruppe jetzt hier eine Session über den Leitfaden halten, wo unser Schwerpunkt auf Prompt-Schreiben war und keiner hat bisher Prompt-Engineering gesagt. Das will kurz darauf eingehen, warum. Ich habe die Gruppe da, glaube ich, auch ein bisschen sehr getriezt, aber ich glaube, es ist auch in der Mitte irgendwas geworden, was wir dann als Gruppe sehr stark auch irgendwie da berücksichtigt haben, nämlich, dass es beim Schreiben von Prompts und beim Nutzen von generativen KI vor allem um Erfahrung geht, die man sammeln muss, ein Gefühl dafür, dass man entwickeln muss. Und dieses Gefühl entwickelt man in der Nutzung. Und während das Schreiben von Prompts total berechtigt ist, macht Promptatons, schaut euch Prompt-Engineering-Techniken an, alles gut, baut es manchmal so eine gefühlte Hürde auf. Es tut Prompt-Engineering zu einer Ingenieurswissenschaft erheben, die es nicht ist. Das ist der Punkt, warum ich konkret mit Prompt-Engineering Probleme habe. Und letztlich geht es aber darum, irgendwie praktische Erfahrungen zu sammeln. Und das ist was, was uns aber auch als Team dann ganz wichtig geworden ist, weshalb wir gesagt haben, wir wollen so Scaffolding betreiben. Wir wollen zu Beginn kleinere erste Schritte und dann immer ein bisschen größere erste Schritte und dann wie so eine Art mini-kleines Projekt, sage ich mal, was man eben selbst mit der KI macht. Und wir tun ein Stück weit auch gezielt darauf setzen, dass es nicht darum geht, den erst perfekten Prompt zu bauen und den dann irgendwie zu konservieren und einen Bilderrahmen an die Wand zu hängen, sondern dass es vielleicht darum geht, einfach ein Gefühl für diese Systeme zu sammeln. Und vielleicht ist der Dialog an vielen Stellen mit diesen Systemen das, was sehr viel wichtiger ist als der perfekte Prompt. Und dass ich irgendwie lerne, das ist jetzt kein Google-Suchschlitz, so wie es viele zu Beginn verwenden, sondern ist eben irgendwas ganz, ganz anderes. Mhm. Und das haben wir eingebaut und haben eben deswegen einen ganz, ganz großen Fokus auf praktische Erfahrung gelegt und haben immer auch das versucht, wie Marcel gerade schon gesagt hat, mit den Grundlagenkapiteln zu verknüpfen. Das heißt, dass wir gesagt haben, hey, in dieser Woche schaut in dieses Grundlagenkapitel und das ist die praktische Übung. Und die praktische Übung eigentlich immer so, dass man auch was ausprobieren kann, gleichzeitig aber auch so, dass man schnell Feedback bekommt und schnell ein Gefühl für das bekommt, mit dem man da gerade arbeitet. Genau, ich glaube, wenn ich nur eine These heute loswerden will und die tue ich in letzter Zeit immer wie ein kaputter Kassettenrekorder loswerden, aber gerne auch hier, dann ist es eben generative KI, lernt man in der Erfahrung und das war dort wirklich das, was wir uns dort auch vorgenommen haben und deswegen in verschiedenen Stufen immer wieder eingebaut haben. Ja. Das ich finde ich das auch ganz gut im Wort, was Simon formuliert hat, auch nochmal zusammengefasst in diesen 4 Stichpunkten. Vielleicht noch einen Hinweis, es war immer unser Bestreben zu sagen, es ist ein Kompromiss aus Wissen und Anwendung. Ne? Also dass man einerseits natürlich das Grundlagenwissen haben muss, was ist eigentlich ein LLM oder warum ist Machine Learning nicht gleich Deep Learning und warum ist dann generative KI nicht KI? Also wie grenzt sich das voneinander ab? Aber dann eben auch zu sagen, und jetzt probieren wir das direkt aus. Gehen rein, probieren mal aus, wie ein guter Prompt aufgebaut sein muss. Machen einen Scherzfragen-Quiz. Das war so gestern so schön, als der Winfried erzählt hat, mache Späße mit der KI. Es klingt so
wie eine Spielerei, aber genau das bringt einen dahin zu sagen, es ist eben keine Google-Suchanfrage. Du musst wieder lernen, wie deine Mutter googelt oder wie die ältere Generation googelt. Ne? Du musst mehr Kontext mitgeben. Das ist ganz oft so, dass wenn du der KI mehr Kontext mitgibst, dass sie viel bessere Ergebnisse rausgibt. Und das soll der Leitfaden halt auch schrittweise vermitteln an der Stelle. Und das sind so die Grunderkenntnisse, glaube ich, aus dem ganzen Thema. Ruben, hast du noch Ergänzungen aus deinen Erfahrungswerten, warum wir den Leitfaden so aufgebaut haben? Oder sonst wird man zum dritten Teil übergehen. Nee, also ich habe immer so ein bisschen aus der didaktischen Brille drauf geguckt, was macht jetzt Sinn, wie die Menschen das den Inhalt lernen, aber das war es auch schon, ne? Also mehr ist da nicht zu sagen. Okay, super. Dann sind wir beim dritten Teil. Und da haben wir ja kurz auch, Simon hat uns da geholfen, Simon Dücker hat eine Umfrage gemacht, ne? Kurz vor der LostCon, wo wir die wichtigsten Fragen mal gestellt haben, wie seid ihr eigentlich mit dem Leitfaden klargekommen, woran hast du gemerkt, dass du Erfolg hattest und so weiter. Da gibt es nochmal in Discord eine kleine Umfrage, die ihr auch ausfüllen könnt. Wie würdet ihr aktuell eure Prompting-Skills einschätzen? Schaut mal da in Discord rein, haben wir nochmal eine Frage gepostet. Seid ihr von 1 völliger Newbie bis 10 Experte? Wie stuft ihr euch da ein? Weil das war auch eine Frage, die wir in dieser Vorumfrage vor der LostCon gestellt haben. Gucken wir mal. Oh, doch einige auf 7. Sieht ja ganz gut aus schon. Ja gut, war ja gestern dann auch schon mal. Ne? Ja. So. Das Mittelfeld steigt an. Okay, 5, 6, 7. Aus Glocke um 5,5. Ja, genau. Ja, etwa, ne? Wie immer. Ja. Das sieht ganz gut aus. Sehr schön. Also es ist schön zu sehen, dass hier in der Community sich nicht mehr alle als Newbie fühlen. Ich glaube, das haben wir schon erreichen können. Nicht nur mit dem Leitfaden, sondern auch, was ihr an Prompting Skills auf anderen Wegen erfahren habt und mitbringt. Aber toll zu sehen, dass sich das entwickelt und auch vorangeht. Genau, und auf der Basis übergebe ich gerne an dich, Ellen. Wir hatten da in dem die 3,6, ne, hatten wir als Ergebnis. Ja, genau. Zoom mal ein bisschen ran. Ja, zoom mal ein bisschen ran. Ja. Für die Brillenträger. Ja. Und das haben wir natürlich auch abgefragt. Also, und da waren es 3,6, also es war zu Beginn. Wir haben natürlich dann auch abgefragt, woran merktest du denn, dass die Teilnahme erfolgreich war? Und es waren 837 Antworten gekommen und die habe ich dann auch clustern lassen, natürlich durch die KI, weil sonst hätte ich wahrscheinlich da ewig lang dran gesessen. Also das ist schon eine Produktivitätssteigerung und ChatGPT hat mir das dann so mal geclustert, Wissenserwerb und Anwendung, Netzwerk und Zusammenarbeit, Motivation und Lernatmosphäre, Produktivität und Kreativität. Das war so die Headlines. Und ja, was rauskam, da wechseln wir uns jetzt mal ab. Ne? Genau, also bei Wissenserwerb und Anwendung, viel neues Wissen gelernt, vieles erprobt und ausgetauscht, mein Prompting verbessert, habe erkannt, dass man KI mittlerweile für viel mehr nutzen kann als gedacht. Never stop learning, das waren so die Hauptantworten, die wir da bekommen haben. Ruben, magst du Netzwerk und Zusammenarbeit übernehmen? Echt ganz schnell schlecht sehen auf meinem Bildschirm, muss ich sagen. Kannst du es nicht lesen? Okay. Ganz schlecht. Soll ich mal näher ranzoomen, oder? Ich glaube, es macht mehr Sinn, dass einer von euch das macht, ehrlich gesagt. Okay. Gut, dann übernehme ich mal das Netzwerk. Also es war einfach ein super Austausch und das war schon, also ich mache es jetzt mal übergreifend aufgrund der Zeit auch. Manche haben eben das Konzept LernOS erfahren. Ne, da waren sie das erste Mal dann dabei und haben ihre Netzwerke erweitert. Für alle war es super motivierend. Ich mache mal weiter jetzt kurz. Ne? Die Leichtigkeit, das hat herausgestochen, wie leicht es doch ist, neben all den sonstigen Kritikpunkten, die wir jetzt hier nicht haben. Und insgesamt ist die Produktivität und die Kreativität ist gestiegen. Ja. So, das mal in der Kurzfassung. Was man aber auch von den anderen aus dem offenen Feedback mitnehmen kann, ist klar, dass natürlich in der gedrängten Zeit dieser 5 Wochen das immense
Pensum, was da erstellt wurde, wurde natürlich zu Recht kritisiert. Das hast du ja auch in der Closing Session gesagt, Simon, ne? Das ist natürlich auf 12 Wochen ausgelegt, aber wir wollten einfach diesen Intensiv-Crashkurs vor der LernOS-Convention mal mit euch ausprobieren, dass ihr uns einfach sinnvoll viel Feedback geben könnt, damit wir es verbessern können weiter. Man hätte es vielleicht auch über die LostCon so im Nachhinein reflektiert, man hätte vielleicht die LostCon auch als Pitstop nutzen können und dann nochmal ein bisschen weitergehen können, aber das haben wir halt bewusst an der Stelle nicht machen wollen und heißt aber nicht, dass ihr den Leitfaden jetzt nicht in eure Unternehmen tragen und über 12 Wochen ausrollen könnt oder so. Das ist genau das Ziel auch, dass man da auch in den längeren Zeitraum geht. Dann kamen noch die Fragen, wie wurden deine Erwartungen erfüllt? Von gar nicht bis grandiose Lernreise. Sind wir super froh. 8,3 aus denen, die die Umfrage ausgefüllt haben, ist natürlich der Hammer. Also wir hätten gedacht, dass es eher so im Mittelfeld liegt. Tolles Ergebnis. Und durch die Teilnahme am MOOC hat sich meine eigene Nutzung von KI im Arbeitskontext verändert. Da sieht man, dass das so im Mittelfeld ist, ne? Also zwischen kaum und sehr stark, da ist man noch nicht so ganz einig im Moment, ne? Bringt uns das wirklich so viel, wie wir es uns erhofft haben? Oder ist es doch noch eher im Beginnerstadium hier? Ich glaube, da muss man dann einfach nochmal in 3-4 Monaten, wenn der Leitfaden weiter verpuppt ist, nochmal wieder eine Umfrage machen. Ja. Genau, Silvia. Ja, also zu dem letzten Punkt denke ich mal, dass es nicht nur am MOOC liegt oder vom MOOC getriggert wurde, sondern dass es zumindest bei mir maßgeblich damit zusammenhängt, wie weit das Unternehmen schon ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich durch den, also ich bin da mit null reingegangen, und habe eben fand es toll, wie er das auch mit den Übungen verknüpft hat. Also das fand ich persönlich super. Immer der Change zwischen sozusagen Input, auch historisch, wie Simon das ja so gerne macht, und den Katas zum Üben und auch die Einführung ins Prompting. Aber jetzt, ich habe darüber nachgedacht, wie kann ich KI in meiner Rolle und in meinem Bereich arbeitstechnisch umsetzen, und habe viele Ideen gewonnen durch den MOOC, nur mein Unternehmen ist noch gar nicht so weit. Also das ist genau der Punkt. Also ich glaube, das geht nicht nur die Frage in Beziehung auf den MOOC, sondern insbesondere auch darum, wie weit sind die Unternehmen an sich. Ja. Ja. Ruben, du hast dich noch gemeldet. Vielleicht abschließende Worte noch aus deiner Sicht. Ellen? Genau, ihr erinnert euch vielleicht dran an die Gruppe. Wir hatten das diskutiert, als der Vorschlag kam von Simon, das jetzt in sehr viel kurzer Zeit den Leitfaden durchzuführen, mitten in der Sommerzeit. Da haben wir gesagt, das ist vielleicht keine so gute Idee. Und ich bin echt beeindruckt, dass es funktioniert hat. Manchmal muss man einfach was ausprobieren. Wir waren echt sehr skeptisch, ob das eine gute Idee ist, in so kurzer Zeit so viel Content zu machen. Wir durchlaufen gerade bei uns auch den Leitfaden mal so in der Praxis, in der Gruppe. Und ich merke, wie viel Arbeit dahinter steckt, das wirklich gut zu machen. Und ja, also auch das haben wir reflektiert. Und Respekt, dass das geklappt hat, Simon. Ja, vielen Dank. Eine Frage haben wir hier noch und dann müssen wir leider abbrechen, auch wenn wir noch Stunden weiter versehen können. Aber vielen Dank für eure Aufmerksamkeit schon mal und eure Teilnahme. Letzte Frage. Applaus schon mal vorweg. Ja. Mich würde nur interessieren, bleibt ihr als Team und Product Owner für diesen Leitfaden erhalten oder wie ist es dann in der Zukunft geplant? Gute Frage. Ja, ich hoffe es natürlich, dass möglichst viele halten bleiben. Erfahrungsgemäß hat man immer so Phasenerstellungen, danach hat man andere Projekte oder so, kommen auch neue Leute wieder dazu. Was wir jetzt machen werden, ist halt das ganze Feedback einmal einzusammeln und dann wahrscheinlich noch vor der Sommerpause oder gleich danach nochmal ein Meeting machen, wo wir das alles sammeln und überlegen, wie fließt das in der Version 1 ein. Ja, und dann ist es halt wie bei den anderen Leitfäden auch, dann kommt es halt darauf an, wie bei jedem Open-Source-Projekt ein dauerhaftes Team außenrum zu etablieren, wo es natürlich ein Kommen und Gehen gibt. Okay. Aber ich denke, so der nächste Schritt hatten alle schon signalisiert, dass wir da auf jeden Fall nochmal zusammen drauf schauen und das machen. Genau. Und vielleicht also wir sind von uns so begeistert auch.